Ja, hallo ihr Lieben. So, ich bin mal wieder da und meine Cam ist jetzt zumindest ein bisschen weiter rüber gerutscht. Wenn ich hier jetzt den Arm hebe, dann seht ihr die Anzeige nicht mehr. Also was, ne? Da, meine, ihr wisst schon, die Anzeigen da unten. Aber jetzt seht ihr sie. Das habe ich mir zu Herzen genommen, dass ihr mir das unter die ersten Videos geschrieben habt. Meine Idee, was wir jetzt machen. Und zwar, erstmal Strom. Das wollte ich eigentlich auch noch irgendwie zwischenzeitlich machen. Das denke ich jetzt dran, wo ich keinen Strom mehr habe. Naja. Schmeißen wir nochmal rein. Und zwar, meine Idee, bevor wir die Furnace da draußen in einen geschützten Bereich bringen, um sie dort vernünftig verwenden zu können, fangen wir an und kümmern uns um die Filtration, die Programmierung der Filtration, beziehungsweise das Einstellen des PID-Reglers. Das ist so eine Sache, wir werden viel tüfteln und rumprobieren und so ganz gefallen wird es mir wahrscheinlich auch nicht. Aber okay, who cares? Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt an Druck drauf? 10 Kilopascal, das ist natürlich nicht so viel. Das heißt, wir machen hier mal alle aus. Das wäre so unsere erste Maßnahme. Alles abschalten, damit die nicht hier laufen. Wir wollen nur eine, die läuft. Und die soll auch mehr oder weniger im Idle laufen. Hier Wasser läuft sowieso noch nicht. Da haben wir noch N2O und X. Die schalten wir auch noch eben aus. So. Und dann schmeißen wir jetzt einmal einiges an Gas hier rein. Am besten O2. Das hätte ich jetzt noch vorbereiten sollen. Aber gut. Gut. Damit wir aber hier jetzt vernünftig was machen können, müssen wir erstmal basteln. Wir müssen nämlich erst einmal uns ein paar Konsolen hinbauen. Wahrscheinlich wären es 3 Stück. Und wir benötigen noch ICs, brauche ich auch noch, genau. Und ein Computer. Warum auch immer. Ja gut, den muss ich dann... Stellen wir den so hin. So. Einmal fertig bauen. Und verbinden das Ganze. Können wir schon mal machen. Und dann werde ich gleich noch eben Gas reinfüllen in die Pipe an Sauerstoff. Habt ihr nochmal einen kurzen Cut drin. Aber ich glaube, das könnt ihr mir verzeihen. Und dann werden wir den Spaß hier mal einstellen. ICs brauche ich ja auch noch zum Speichern der Werte. So, die setze ich hier hin, auch 3 Stück. Kann ich meine Kabel gleich mal auffüllen, ne? Gut, ich besorge jetzt eben fix... jetzt habe ich natürlich... nicht den Hebel gezogen. Ja, mach schnell auf. Na. So rum wollte ich jetzt nicht schleusen. So. Habe ich noch Kabel, das ich auffüllen kann? Ja. Okay. Dann tauschen wir eben. Ich bin jetzt gleich wieder... Jetzt gleich. Ich bin gleich wieder da. Und dann haben wir ein bisschen O2 im... Tank. Also, bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Und während ich hier noch ein bisschen vorbereite, seht ihr einfach schon mal die, sag ich mal, die Zusammenfassung von dem, was da passiert ist. Also von meinem Gefarme. Ich habe hier natürlich die Filtration noch ausgemacht für O2. Vorher, damit nicht das ganze O2, was ich da jetzt reinbringe, gleich wieder rausgefiltert wird.
Insofern läuft die jetzt aktuell nicht. Aktuell 10,3 Megapascal im Rohr. Ich beschäftige mich jetzt eben noch damit, hier die... Ah, jetzt haben wir einen Sturm und jetzt gehen meine ganzen Erzbröckchen, die ich da geholt habe, über den Jordan. Geil. Ach, ich liebe dieses Spiel. Mann. Na gut. So. Die drei Memories benennen. Und ich habe natürlich die tolle Chipkarte vergessen. Die es mir ja erlaubt, die Dinger da zu programmieren. So. Nehme ich die noch. Monitor noch zu Ende bauen. Schalten wir das Ding mal an. Schalten auch die Monitore ein und dann suche ich schon mal die passenden. Chips raus. So, jetzt seid ihr auch wieder dabei und seht hoffentlich hier, was ich tue. Ja, wir haben hier jetzt einiges. Wir haben Liquid allerdings drin momentan noch. Ja, jetzt haben wir aktuell den blöden Sturm und müssen jetzt ein bisschen abwarten. Ich werde gleich nochmal heißes Gas hier reinbringen, dann geht das Liquid raus, wenn der Sturm vorbei ist. Aber wir können zumindest schon mal hier die Sachen hier programmieren. Wir nehmen uns die Filtration, importieren und warten darauf, dass er das öffnet. Ja, wir warten und warten. Wir brauchen Memory. Dafür brauchen wir nämlich den Hashcode. Diesen hier. So, und dann gehen wir hier runter. Hier haben wir nämlich die PID-Berechnung. Und jetzt gucke ich nochmal, wie viele Zeilen ich frei habe. Genügend. SBN. Hash. P1 heißt dieser hier. Setting. RPID.val. So, das ist der P-Anteil. Der heißt P1. Die heißen P1, P2, P3. Das ist jetzt völlig egal. Hier wird das I berechnet. Aber auch nur das I will ich wissen. Also nehme ich mir den I-Anteil und schreibe jetzt den PID-Int auf meinen Chip. Und das war es im Grunde schon. Jetzt will ich aber noch das PID-Val wissen, ne, das hier. Und das schreibe ich mir dann halt entsprechend auf meinen dritten Chip. Und da ist halt die Frage, nehme ich das echte oder nehme ich das Maximum? Und ich nehme das echte, was ich dann auf die 3 schreibe. So, ne, das hier ist das echte und das hier ist das Maximum, das ist das Limitierte. Ne? Hier gibt es das Int nochmal limitiert, aber das interessiert uns hier jetzt auch nicht, weil zur Berechnung wird es noch normal verwendet und danach wird es limitiert auf das Maximum. Einfach damit dieser krasse Überschuss nicht kumuliert. So. Schreiben wir da drauf. Dann haben wir hier trotzdem immer noch 0, weil er gar nicht erst in den State kommt. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen abwarten, was der Sturm uns bringt. Und wir müssen den Mist noch eben aus der Leitung kriegen, also das Wasser. Damit wir entsprechend vernünftig filtern können. Und dann sind wir so weit. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Druck als den wir jetzt drin haben. Ich bin also noch nicht so 100%ig zufrieden. Ich wollte Außenatmosphäre ansaugen, noch zusätzlich. Das hat aber nicht funktioniert. Da habe ich dort einen, sieht man hier, einen Power-Advent aufgebaut. Problem ist halt, das wird natürlich flüssig, klar. Also ich muss heißes Gas dann hinzupacken. Sprich, ich werde wahrscheinlich das Ganze gleich mal richtig schön warm machen mit der Furnace. Bisschen Gas verbrauchen und dann werde ich Außenatmosphäre ansaugen.
Ja, also ich bringe da jetzt mal schön 45 Megapascal rein und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Also, bis gleich. Ja, sehr passend zum Vollmachen der Leitung ist auch der Strom zu Ende gegangen. So, ich habe jetzt hier 43 Kilopascal drin. Ich weiß auch nicht, warum er mir das immer wieder macht, dass er den so weit weg anzeigt. Manchmal, jetzt habe ich so einen Viewport, der so unglaublich nah dran ist, weil ich den einstellen muss. Das ist, manchmal ist das wirklich ein bisschen nervig. So. Aber jetzt beginnen wir auch mit der Programmierung. Oder Justierung. Programmierung ist ja gar nicht mal so viel. So, hier sehen wir auch, dass es schon arbeitet. Wir sehen auch, dass hier schon etwas demoliert ist. Insofern machen wir jetzt aus. Er macht die Leitung leer. Und wir müssen uns jetzt erst einmal angucken, was überhaupt passiert. Also wir gucken uns jetzt hier den P-Anteil, den I-Anteil und auch das Val an, wenn wir die einschalten. P-Anteil geht mäßig hoch. Ist also gar nicht so schlimm. Da geht der Druck zu weit. Der P-Anteil ist schon im Negativen, aber der I-Anteil ist viel zu langsam. Seht ihr? Der I-Anteil regelt viel zu langsam nach. Und dadurch regelt auch das Well langsam nach. Also ich müsste den I-Anteil eigentlich etwas schneller gestalten. Wäre jetzt meine Intuition. Sprich, wir machen wieder aus. Und müssen den I-Anteil schneller machen. Wie machen wir ihn schneller? Das ist halt eine gute Frage. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, indem wir nach unten regulieren. Wir regulieren mal auf 1.0. Das hier ist übrigens der I-Anteil, das ist der P-Anteil. Und es gibt noch den DT, den ignoriere ich aber. Aber das ist nicht der D-Anteil, nur mal so. So, schreiben wir drauf. Alle Kurven weg. Der I regelt deutlich schneller, glaube ich. Also gefühlt zumindest. Da ist aber jetzt sehr langsam. Ja. Okay. Aber der P hat ja auch nur 0,5. Das ist ja auch witzig. Der I ist hier bei 6 und der P bei 0,5. Das ist ja... Nee. Das passt. Das passt ja gar nicht. Wir müssen den P deutlich schneller machen. So, und da kommt der P auf 5. Geht dann schnell runter. Der I ist dann... Wir sind ganz kurz ins Knarzen gegangen, ja. Aber den fand ich jetzt schon gar nicht so schlecht hier. Nur hier ist es jetzt ein bisschen... Müssen wir mal schauen. Ich fand den P jetzt gar nicht so unglaublich schlecht. Der I ist mir relativ hoch gerutscht. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder? Muss ich... Ah, ich muss was trinken. Ich habe die Meldung mal wieder ignoriert. Mein Essen geht auch langsam zur Neige. Also, ich glaube, das Video habe ich genannt Futter für ein Jahr. So ganz reicht das nicht. Ich habe nur noch 3 Dosen. Plus die angebrochene. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den I-Anteil auf 0,5 gesetzt.
Weiß nicht, ob ich ihn damit jetzt schneller oder langsamer mache. Wir schauen uns das mal an. Deutlich schneller mache ich ihn in der Teil. Uiuiuiui. Aber er regelt natürlich auch schneller gegen. Das ist natürlich auch schön. Aber wir kommen ins Überschwingen. Das Überschwingen ist nicht gut. Heißt, dass wir den P-Anteil wieder zurücknehmen müssen. Dann gehen wir hier mal auf 0,005. Und starten das Ganze nochmal. Wow, wo ist er denn hingegangen? Auf 51. Warum habe ich denn so, oder warum gibt es so einen krassen Einfluss auf den... auf den I-Anteil. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der Code hier überhaupt passt. Da war das. TN ist 14, ja. Ja, gut, stimmt, klar. Logisch. Ja, passt. Ich hole mir noch etwas, und zwar noch ein Memory und noch einen Display. Memory. Und wir holen noch ein Display. Konsole schimpft sich das Ding. Konsole. Und ein Hash-Display. Den Rest habe ich. Kabel habe ich auch. So, noch ein Memory hierhin. Und wir nehmen noch ein Display und das schmeißen wir. Zack. Nee, ich brauche noch einen. So. Der muss ja angeschlossen sein, sonst klappt das nicht. So, ein Hash-Display drauf. Den da drauf. Dann programmieren wir das Teil auf P4. Alles klärchen. Und fügen noch eine Zeile ein. P4 und sagen hier Press Input. So weiß ich jetzt, wie der Druck sich verhält mit dieser Konsole. Und weil ich auch super, super, super gut war, ne, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ein echter Held, habe ich ein Hash-Display gebaut. Und kein Graph-Display. Ihr hättet doch mal was sagen können. Ja, ich sehe es schon. Jetzt steht in den Kommentaren. Hier müsst ein Graph-Display nehmen. Ja, weiß ich. Mal runter die Nudel. Und programmieren auf P4. Jetzt stimmt's auch.
Keine Ahnung, ich brauche später irgendwann mal. Vielleicht. Mal gucken. Das will ich eben tauschen. Okay. Haben wir exportiert. Wir gucken mal rein. Okay, also wir sind bei 56. Es knarzt, aber es passiert nicht viel. 56 war jetzt der höchste Ausschlag. Wir können jetzt natürlich, weil er immer noch ein bisschen überschwingt, nehmen wir P noch ein bisschen zurück. Gehen wir auf 0,007. Machen wieder aus. Jetzt haben wir hier natürlich so ein Sticky Value, ne? Oder? Kurz gucken, wo schreibe ich das Ding jetzt nochmal? Hier schreibe ich den. Das ist da eigentlich auch ein bisschen unklug. Jetzt schreibe ich doch viel höher, ist doch viel sinnvoller. Oder wenn ich in Stop All gehe, kann ich eigentlich auch... Warte mal, wir gehen mal unten in Stop All. Und kurz den Hash raussuchen. So. Setting 0. Dann schreibe ich alle Memories auf 0. Ja, seht ihr, wenn dann gestoppt ist, werden alle auf 0 gesetzt. Dann habe ich keinen Balken mehr da drauf. Okay, wir starten nochmal mit dem neuen Wert. Ne? 0,07. Ja, der ist drin. Schon gar nicht so schlecht. Hier haben wir 32, da 46, 64 und dann geht er sehr schnell runter. Damit haben wir einen kumulierten Ausgang maximal von 95. Okay. Das ist anfangs natürlich schnell, das ist klar. Aber man sieht schön, wie es sich hier einpegelt. Es ist aber noch ein bisschen sehr im überschwingenden Bereich. Das wollen wir natürlich minimieren. Wir wollen sehr, sehr wenig Überschwingen haben. Schalten also ab. Schalten wieder ein. Also der ist mir immer noch zu schnell hier. Vor allem geht er viel zu schnell auch mit dem... mit dem I-Anteil. Ach ja. Hm. 41 hier, 60 da. Ich gehe ja auch nach oben, ne? Ich bin auch echt ein Held. Ich hatte so angefangen, bin dann immer weiter nach oben gegangen. Ich muss ja nach unten. Gott, verdammt. Ich habe mich schon gewundert, warum hier die Zahl immer mehr wird, wenn ich da was einstelle. Oder hatte ich mir jetzt so schnell nichts bei gedacht? Ja, okay. Jetzt müssen wir den I-Teil reduzieren. Sieht gar nicht mehr so schlimm aus.
Und mal kurz die Musik wechseln. Das ist grausam, diese 16-Bit-Melodie, das ist immer nervig. Ich gebe dem sogar noch ein bisschen runter. Jetzt mal eben alles wegziehen lassen hier. Wow, 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 wow. Das ist hart. Wir gehen nach oben damit. 7 hatten wir ja schon, ne? Also das war mir jetzt ein bisschen zu fix hier. Ja, aber ihr merkt, das ist nicht ganz einfach. Das ist schon deutlich langsamer, aber jetzt ist er hier einfach auch so langsam, dass er nicht gegenregeln kann. Also der ist jetzt so langsam, er kann nicht gegenregeln. Und das kommt dann halt wieder zum Überschwingen. Dann gehen wir mit dem jetzt wieder runter und dann gehen wir mit dem hier auch noch weiter runter. Macht den schön leer. Filter habe ich ja rausgenommen, damit das immer alles über den Waste rausgeht. Kann man eigentlich, wenn ich ausmache, ja. Eine Zeile mehr frei. Jetzt schon. Das ist ja Memory. Konsole, und zwar diese angeschrägte hier. Brauchen wir die eigentlich auch? Ja doch. Nehmen wir mal mit. Gefällt mir wirklich überhaupt nicht, ey. Ich mache jetzt mal Folgendes. Beim TN ist es ja so, dass der hier ein Divisor ist. Ne? Er teilt also. Und das ergibt dann halt das R14. Und das R14 wird aufaddiert auf diesen Integer. Also der wird immer erhöht. Aber R14 ist eigentlich mein Int. Und dann wird der alte Int noch mit draufgelegt. Und das kumuliert sozusagen. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann den jetzt 0 setzen, dann wird der I-Anteil komplett weggenommen. Dazu muss ich den hier einmal erhöhen, weil ich hier jetzt einen Befehl zwischen habe. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das würde dann wieder laufen und mehr nicht. Dann setze ich jetzt TN 0 und jetzt nehmen wir nur P. Also der ganze I-Anteil ist jetzt weg. Jetzt seht ihr, wie der runter geht. Also nur mit P ist das unglaublich langsam.
wollen wir jetzt ein bisschen beschleunigen. Ja, das sieht auch schon nicht schlecht aus, aber ich komme halt nicht an den Wert ran. Ne? Also das ist das Problem. Das ist allgemein das Problem eines P-Reglers. Man kommt einfach nicht an den Wert, den man eigentlich haben möchte, ran. Aber er ist mehr oder weniger schon kurz davor zu überschwingen. Und das wollen wir absolut vermeiden. Noch überschwingt er nicht. Macht er ganz gut bisher. Ich hätte gedacht, er überschwingt früher. Dann wird hier jetzt eine 1 draus. So, da hat er im Grunde überschwungen, ganz kurzzeitig. Und jetzt hat er sich schön eingependelt. Das ging aber auch ruckizucki, ne? Also nicht schlecht, nicht schlecht. Hängt da halt einfach bei 3 rum. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem I-Anteil? Den wähle ich jetzt mal relativ klein. Ich mache jetzt mal so. Ne, so machen wir mal. Wir probieren es aus. Spissrohrleitung. Ja, er geht in die Nähe des Überschwingens. Oh, was ist da passiert? Oh, der kommt ins Flackern. Seht ihr das? Die kommen, die sind sehr inharmonisch oder unharmonisch oder wie soll man das nennen? Das ist nicht cool. Ich hatte jetzt erhöht auf 0,6. Ja, das ist alles andere als harmonisch gerade. Das heißt, wir gehen hier nochmal auf 0,9 zurück bei dem. Sieht schon besser aus. Er überschwingt aber noch immer. Also das Überschwingen ist noch da. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück. Jetzt ist er sogar noch mehr überschwungen. Also wenn ich den kleiner mache, überschwingt er mehr. Dann erhöhen wir jetzt den.
war jetzt 53 im Überschwingen. Ich finde den I-Anteil zu massiv. Ich probiere jetzt mal mit dem DT gegenzuregeln. Ja, oder ich habe einfach keinen Strom mehr, dann regle ich gar nichts hier. Komm her, Mann. Ein mit dir und gib mir Strom, ich will hier basteln. So, einmal aus. So, ganz leicht auf 50. 50 ist aber in Ordnung. Wir können jetzt noch mit dem höher gehen. Machen wir 1,1. Will gar nicht erst, dass er ins Knarz kommt. Wir gehen mit dem noch mal ein Stück höher. Das war dumm. Nee. Doch, war in Ordnung. Ich dachte, ich hätte Import getroffen. Was hier rauskommt. Ja, das ist dann völlig daneben. Sie müssen hier auf jeden Fall runter. Also wir hier 3. Sah mir jetzt eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ich setze den I-Divisor nochmal hoch. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Schaut mal, wie flach die Kurve geworden ist. Setz den noch mal ein Stück höher. Oh, wie smooth. Braucht jetzt ein bisschen länger hier zum Auspendeln. Also das ist mehr oder weniger das, was ich mit dem DT einstelle. Ich teile da. So, hier habe ich den DT-Wert. Also ich nehme das Well, was rausgekommen ist. Hier, ne, mit dem Int. Also mit dem I-Wert und den P-Wert. Die beiden addiere ich hier ja, das ergibt ja meinen Wert. Und die teile ich nochmal, bevor ich das Ganze rausgebe. Und das heißt, es ändert sich im Grunde dann wirklich hier der Ausgangswert. Der ändert sich. Und das muss ich sagen, das gefällt mir wirklich ganz gut. Das ist ein bisschen Cheaten, ja. Aber ich finde es ein bisschen einfacher.
und er hält es relativ genau. Ich find's cool. Ja, ich find's ganz cool. Ich meine, er muss es ja nicht super, super schnell erreichen, diesen Wert. Ne? Das ist ja auch völlig egal. 47 als Maximum. Und da seht ihr, ne? Normalerweise addieren sich die beiden. Und dann hätten wir hier halt 41 plus 30. Ne? Und, ne, also sprich 73. Und wir haben halt nur 18, weil wir das Ganze nochmal teilen durch 4, hatte ich jetzt, glaube ich, eingestellt. Und die 18, die werden dann halt hier drauf geschoben. Ja, gefällt mir, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung. Jetzt müssen wir natürlich testen, was passiert, wenn der Eingangsdruck sich plötzlich ändert, dann dürfte eigentlich nicht so viel passieren hier auf den Rohren. Ja, aber wir werden jetzt den Filter einsetzen und das Gas auch wirklich rauslassen. Und da sieht man jetzt schon, dass sich was tut. Und er regelt schön nach. Ganz genau ist er noch nicht gewesen, aber er regelt ganz gut nach. Wir haben 45 Megapascal. Jetzt holt er das O2 da raus und dann wird der Druck natürlich weniger. Wenn ich jetzt die anderen noch zuschalte, holen die auch noch was raus. So, bei den anderen muss ich jetzt aber natürlich auch entsprechend noch Werte einstellen. So, wir haben 0,007, 1,1 und 4. Das sind jetzt die Werte, die wir jetzt aktuell herausgefunden haben. Und die werde ich jetzt mal auf die anderen bringen. Auch auf denen, auch wenn da noch nichts drin ist. So, wir haben 0,007, 1,1 und 4. Und auf Max hatten wir hier 20. Das ist aber auch in Ordnung. Wir können natürlich theoretisch das Ganze nochmal machen mit Max 100. Aber dann kommt natürlich auch was ganz anderes dabei raus. Wobei eigentlich dürfte es keine Schwierigkeiten machen, wenn der Max 100 hat. Würde ich jetzt mal sagen. Wir machen hier jetzt mal einen Max 100 rein. Also ich würde sagen, das macht kein Problem. Okay, okay, okay. Ich hab ja nichts gesagt. Verdammte Axt. Aber der läuft gut. Der läuft auch schön an. Das Wichtigste für mich ist jetzt gerade eigentlich, Hauptsache nicht, dass die Leitung kaputt geht. Der Rest ist mir gerade etwas egal. Wenn er langsam ist oder sonst irgendwas, das interessiert mich nicht.
Also langsam in Form von das nicht dass das Rohr hier ein bisschen langsamer befüllt wird oder sowas. So. Kein Knirschen, kein gar nichts. Müssen wir noch eben die kaputten Leitungen reparieren. Ich möchte ja, wenn was gewesen ist, möchte ich ja sehen, dass dort was kaputt war. Achso, da vorne. So. Laufen wieder alle. Hier können wir... Ja, die Monitore brauchen wir eigentlich nicht, ne? Da gehen wir jetzt einmal bei und schalten sie aus. Ich lasse sie noch stehen, dass wir später noch weiter programmieren können. Wenn wir hier noch Anpassungen machen wollen, dann bleibt das hier unser Testbereich gerade. Ja, cool. Also ich finde, haben wir geschafft. Das war mir jetzt persönlich wichtig, damit uns hier nichts um die Ohren fliegt. Und dann würde ich gerne den nächsten Step vorbereiten. Und das ist dann nämlich die Furnace an sich, dass wir die Furnace vernünftig aufbauen. Dass die ihren Platz hat. Dass dort ja, ein Igniter hinkommt. Dann braucht man natürlich H2, also Volatiles. Wir benötigen Heißgastank, Kaltgastank und so weiter und so fort. Ich habe eine Idee, wie ich das aufbaue und auch eine Idee, wo ich das aufbaue. Aber, ach, seht selbst. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.